Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Crazy Factory Haul Video. Ich habe euch ja versprochen, dass demnächst eins kommen wird und hier ist es. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal mit meinem Ohrschmuck an zu sagen. Und zwar habe ich mir jetzt Tunnel gekauft, die ich schon extrem lange haben wollte. Das sind diese Space Plugs. Tunnel, Entschuldigung. Und ja, die sind, glaube ich, handgemacht und deswegen ist jedes davon eigentlich ein Unikat. Und wie man gesehen hat, also die glänzen total schön und ja, die Farben sind auch total toll. Ja, und also ich finde die richtig cool, sind halt Flair-Tunnel, also wer frisch gedehnte Ohren hat, sollte die nicht unbedingt benutzen, sondern erstmal abwarten, bis die Ohren wieder verheilt sind, wie immer. Aber an sich, also es ist halt aus, sie sind halt aus Acryl und kosten tun sie ungefähr 3 Euro so um den Dreh. Dann habe ich mir solche Plugs gekauft. Die sehen irgendwie so aus, als ob da so eine, ja, so eine Zuckerstange drin ist. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Also, das ist halt ganz cool gemacht, weil die durchsichtig sind und diese Stange da so im Prinzip so in der Mitte drin ist. Also, es gibt es auch in verschiedenen anderen Farben. Und wie man sieht, haben die solche Gummiringe als Verschluss. Und das ist auch ganz cool, weil wenn man seine Ohren gerade frisch gedehnt hat, wie gesagt, ist das mit den Flair-Plugs und Tunneln immer so ein Problem. Und die kann man aber einfach mit einem flachen Ende so ins Ohr schieben und dann den Gummiring hinten drauf machen. Und die haben auch so eine Vertiefung, damit der Ring gescheit hält und drauf sitzen bleibt sozusagen. Ja, also die sind auch ziemlich cool. Und das war's auch schon mit meinem Ohrschmuck. Alles andere, was ich bestellt habe, war im Prinzip für meine Snake Bites. Und zwar fange ich jetzt einfach mal an mit den zwei Hufeisen, die ich mir gekauft habe. Aber so sieht man nichts. Ja, so sehen die aus. Die sind vergoldet und haben 3 mm Kugeln, 10 mm Durchmesser und wie immer 1,6 mm Dicke. Und die sind extrem robust. Wenn ihr meine anderen Haul-Videos schon gesehen habt, werdet ihr merken, dass ich das zu allen gefärbten Snakebite-Sachen gesagt habe. Und das ist auch wirklich so. Also diese Färbung, die die da drauf machen, ist wirklich total unanfällig gegen Feuchtigkeit, weil ich meine, wenn ihr es im Mund habt, kommt natürlich Feuchtigkeit dran. Und ja, also man kratzt vielleicht auch manchmal so ein ganz bisschen an den Zähnen rum oder sowas beim Essen. Aber wirklich, die verlieren überhaupt nicht ihre vergoldete Farbe. Bei den Schwarzen ist es dasselbe, da verlieren die auch überhaupt keine Farbe. Also das ist wirklich super und die kosten 4 Euro ungefähr zusammen. Und ich finde, dafür ist das dann absolut angemessen für so ein hochwertiges Material. Und das Einzige, was ich daran zu bemängeln hatte, war, dass dieser hier so ein bisschen so ganz leicht schräg ist. Das sieht man jetzt wahrscheinlich eh nicht, aber das ist auch wirklich nur minimal. Also das finde ich auch nicht so schlimm oder so. Das sieht man nämlich eh nicht, wenn man es drin hat. Dann habe ich mir zum ersten Mal so eine Spirale gekauft. Auch ziemlich cool. Auch wieder 8 mm Durchmesser und 4 mm Kugeln sind drauf. Und das wollte ich mal ausprobieren. Bis jetzt habe ich die noch nicht drin gehabt, weil irgendwie, ja, ich habe so viel bestellt und das kann ich gar nicht so oft wechseln, weil sonst würde sich, glaube ich, mein Piercing entzünden. Aber ich habe dann noch als zweites so eine, ja, so einen Stab für Spiralen dazu gekauft, weil ich eh so viele Kugeln habe.
dass ich dann nicht das komplette Ding kaufen musste. Ich bin immer so sparsam bei solchen Sachen. Und ja, also die sind halt so gedreht und wenn man die drin hat, sieht das so ziemlich nach ziemlich viel aus. Also man könnte meinen, dass man dann 4 Piercings hat oder so. Aber ja, wenn man mal auf Partys geht oder so, ist das bestimmt ganz cool. Und dann... Hilfe! Habe ich mir wieder solche... Ball-Closure-Ringe gekauft. 2 Stück. Auch natürlich für die Snake Bites. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das eh schon mal in meinem vorherigen Crazy Factory Haul gehabt, solche Ball-Closure-Ringe. Die sind halt so extrem schwer zu öffnen. Das ist so, sind so Klemmen und da klemmt so ein Ball dazwischen. Also so eine Kugel halt. Und ja, also man muss die eigentlich erstmal mit einer Zange so ein bisschen lockern und ein bisschen auseinanderbiegen, weil sonst ist das eigentlich unmöglich, vor allen Dingen, wenn man das da hier so am Mund probiert. Das ist schon echt ziemlich aufwendig, sage ich jetzt mal. Aber wenn man einmal den Dreh raus hat, was lange dauert, also ihr könnt euch darauf einstellen, dass ihr ungefähr 2 Stunden braucht, um die zum ersten Mal reinzumachen. Aber wenn man den Dreh dann raus hat, sind die echt cool. Und ich muss sagen, es passiert einem auch nicht so schnell, dass da mal die Kugel abgeht oder so. Selbst wenn man die ordentlich mit der Zange auseinandergebogen hat. Also ich habe erst am Anfang das Gefühl gehabt, ich muss sie nochmal zusammendrücken, weil der Ball sonst nicht hält. Habe es dann aber irgendwie sein lassen und habe die Kugel aber trotzdem nicht verloren. Obwohl sie, wenn man so dran fasst, dann immer so ein bisschen gewackelt hat. Die haben nämlich auch so eine Vertiefung. Ich kann da auch nochmal ein spezielles Video zu machen, wenn ihr wollt. Das könnt ihr dann einfach in die Kommentare schreiben. Ja, und diese Vertiefung sorgt halt dafür, dass das so gut hält. Also es hält eigentlich besser als diese Piercings mit Gewinde, finde ich. Weil da passiert es im Schnell mal, wenn man so sitzt oder so. Und dann tut man halt so rum und dann dreht man es aus Versehen in die falsche Richtung und zeigt erst schon die Kugel ab. Ist mir jetzt auch schon des Öfteren passiert, aber bei den Ball-Closuringen eben noch nicht. Deswegen habe ich die mir einfach mal in Metallfarben auch noch geholt. Ja, dann habe ich noch voll langweilig hier so 2, ich kann das ja mal ranholen, nochmal extra. Moment. Weil solche Teile für Hufeisen halt, solche Stäbe, habe ich mir auch noch bestellt, weil ich hatte zwar vorher schon welche in 10 mm Durchmesser, aber ich habe die mir jetzt noch mal ein bisschen kleiner geholt, weil 10 ist ziemlich groß und ja, sieht dann immer so ein bisschen komisch aus. Ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr jetzt gerade eure Snakebites neu gestochen bekommen habt und so und dann habt ihr im Normalfall erstmal Stäbe drin, dann würde ich euch empfehlen, wenn ihr dann überlegt, euch diese Hufeisen zu bestellen. Erstens, nehmt immer einen kleineren Durchmesser, als ihr denkt, dass ihr braucht, weil, weiß nicht, man verschätzt sich total. Also erst wollte ich 12 bestellen, weil ich da irgendwie so nachgemessen habe. Ich habe irgendwie so einen Draht genommen und mir den dann so drum gelegt und dann habe ich den Draht abgemessen. Aber man verschätzt sich irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Und wenn ihr die zu locker habt, dann wackeln die durch die Gegend und das nervt total beim Essen und dann wollt ihr die gar nicht mehr drin haben. Deswegen lieber in etwas kleiner bestellen, weil das passt im Normalfall eigentlich fast immer. Und was ich euch noch empfehlen würde, ist, dass ihr euch nicht sofort diese goldenen bestellt oder so als allererstes, sondern probiert es erstmal mit diesen metallfarbenen, weil die kosten so gut wie gar nichts, also ein paar Cent kosten die. Und da macht es dann nichts, wenn ihr aus Versehen doch mal zur falschen Größe gegriffen habt. Also ich habe jetzt zum Beispiel meine Snakebites ziemlich weit innen sitzen, aber ich sag mal, die regulären Snakebites sind ja doch eher so ein bisschen weiter außen, dann braucht man die noch kleiner. Also ja, wie gesagt, bestellt sie lieber ein bisschen zu klein als ein bisschen zu groß. Weil es sieht dann auch irgendwie komisch aus, wirklich. Das sieht total merkwürdig aus. Ja, und dann habe ich noch, das lasse ich jetzt mal in diesem kleinen Tütchen, habe ich noch 2 schwarze Kugeln bestellt.
für 1,6 mm Gewinde. Tja, und wer jetzt gedacht hat, das sind auch wieder Chirurgenstahlkugeln, hat sich geirrt, obwohl sie wirklich sehr danach aussehen. Es sind nämlich einfach nur Plastik, also Acrylkugeln. Und das habe ich auch wieder aus finanziellen Gründen gemacht, weil ich mir gedacht habe, dass man den Unterschied wahrscheinlich nicht sieht und die Kugeln können ja irgendwie nicht mein Piercing an sich reizen oder sowas. Da ist es mir wichtiger, dass die Stäbe aus einem guten Material sind. Die Kugeln können von mir aus auch gerne aus Plastik sein. Und die haben wirklich extrem wenig gekostet. Also ich glaube 16 Cent das Stück oder so. Kann ich euch nur empfehlen, weil die schauen auch wirklich so aus, als ob sie Stahl wären, finde ich. Also das wäre mir jetzt, wenn ich es nicht gewusst hätte, gar nicht aufgefallen, dass das kein Stahl ist. Natürlich, wenn man es anfasst, schon. Aber fremde Leute fassen ja normalerweise nicht so an euer Piercing ran oder so. Ja, und das war es auch schon. Das war alles, was ich jetzt beim letzten Mal bestellt habe. Was ich noch vergessen habe zu sagen, ist, dass ich die komplette Bestellung quasi gratis gekriegt habe, weil ich bei einem Gewinnspiel mal wieder mitgemacht habe und gewonnen habe. Ich weiß, es kommt so rüber, als ob ich irgendwie total unnormales Glück hätte oder so, aber ich glaube eher, dass es daran liegt, dass ich eigentlich bei jedem Gewinnspiel mitmache. Und ja, deswegen habe ich jetzt schon so einige Male gewonnen und es war halt ein 20-Euro-Gutschein. Also ich kann euch nur empfehlen, dass ihr auch bei den Gewinnspielen mitmacht von Crazy Factory, weil es lohnt sich wirklich. Teilweise nehmen gar nicht so viele Leute daran teil. An dem, wo ich jetzt mitgemacht habe, haben, glaube ich, auch nur so 20 oder 30 Leute teilgenommen und es wurden 5 Gutscheine im Wert von 20 Euro verlost. Also kann ich nur empfehlen, dass ihr euch das mal anguckt. Ihr müsst halt manchmal so kleine Sachen machen, so ein Foto hochladen oder sowas, aber für das Geld, finde ich, kann man das ja machen. Ja, also im Großen und Ganzen bin ich mal wieder total zufrieden mit den Produkten. Crazy Factory bewährt sich einfach immer wieder aufs Neue. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was draus mitnehmen können aus diesem Video und euch hat es gefallen. Ich freue mich wie immer über Abonnenten und Däumchen und sowas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!